Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Ich werde ihn befreien, aber ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt, doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Veshi sagte, ich könne mit dieser Münze eure Hilfe erkaufen. Was sagst du? Wenn er sie dir gegeben hat, muss er dich sehr achten. Wir werden uns um die Wachen kümmern. Beobachte genau und handle schnell. Mit dem Emir von Verda. 38, habe einen Speer in den Rücken bekommen. Hatte großes Glück, doch ich lag den ganzen Winter im Bett. Was glaubst du? Was? Hey, stirb! Irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein. Wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich sputen.
hackt sich in kleine Stücke. Der ist nicht. Gut, dann. Also zurück. Jetzt nicht Was ist da los? Augenblick! Augenblick! Vielleicht verstummst du! Hasenfuß! Wer hat dir das angetan? Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen. Unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Jetzt bezahlst du! Das will der Kerkermeister dort. Er soll ihn sprechen. Ach, das hat er bereits.
dachte, du hättest inzwischen genug. Und dennoch liebst du nicht. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier heruntergeschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt. Doch selbst der beste Dieb der Welt soll dich nicht fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. Hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Brecht sie auf! Ali! Ich hab's gehört! Da drüben, bei der Rüstung! Beeilung! Gefunden! Bring das zu Roshad, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt!
Feuer. Sterb schon! Rufe Hilfe! Bis gut. Ändert, sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Was siehst du hier? Ich muss die loswerden. Ich habe lang genug gewartet. Ich sollte Ali aufsuchen und sehen, was wir über El Ghul erfahren können. Leih mir deine Augen. Dir gefallen. Sie hat ein schönes Stück Land an der Straße.
Ja! Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben. Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Beshi! Er spürte eine der Grabungen von El-Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. Thank you.
Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei denen zuvor und auch bei den künftigen wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Dort auf dem Balkon ist Mas'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Du wählst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Rul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Komm, die Bühne gehört dir. Ich werde zusehen. Zeige mir alles. Disziplin. Und wenn sich die Gelegenheit zeigt, ergreife sie.
weise mir den Weg. Ich weiß es nicht genau. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürz. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, würde sein plötzlicher Aufbruch erlöst. Wenn das so weitergeht, sind wir morgen Abend noch hier. Ich bedarf deiner Augen, Sadiq. Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben.
Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Bitte, du musst uns helfen. Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mes'ud bindet. Falls er noch nicht bezahlt wurde, sollte er noch hier sein. Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt El-Rul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Sei gegrüßt. Mit welcher Art Waren bist du unterwegs?
weißes Gold und Honig. Und du? Willst du handeln? Vielleicht später. Fürs Erste sehe ich mich nur um. Friede sei mit dir. Friede sei auch mit dir. Kann ich dir etwas Obst oder Gemüse schmackhaft machen? Meine Granatäpfel sind reif und saftig. Damit willst du hier handeln. Lass mich darüber nachdenken. Ich bin gleich weg. Was siehst du, Sir? Möglicherweise gereicht mir das zu. Ich grüße dich, Reisender. Die Karawanserei ist heute reich an Waren. Hast du etwas Gutes anzubieten? Ich nehme nur Dareihin. Und was ich verkaufe, ist keine Ware, Junge. Obwohl das wohl darauf ankommt, wen man fragt. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich verkaufe Männer, Arbeiter. Aber die sind alle schon verkauft. Könnte ich dich umstimmen? Ich habe Geld und könnte derlei Männer gebrauchen. 15.000. Das ist doch absurd. Wer kann diesen Preis bezahlen? Diese Frage solltest du besser für dich behalten. Und jetzt geh weiter. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Wenn ich diese Arbeiter befreien will, muss ich die Urkunde stehlen. Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Kiste des Karawanenhändlers sein. Ich mag es!
gefallen. Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Halt! Das Gesicht kenne ich! Ich muss dringend woanders hin. Sei meine Augen, Bido. Verhaltet euch ruhig. Bleibt ruhig. Das wird ein cooles Werden eure Erwartungen nicht erfüllt? Komm raus und sieh zu. Gibt es eine vollständige und unkomplizierte Entschuldigung? Da ist er. Frisch von der letzten Karawane. Aus dem fernen Osten direkt zu euch. Verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein. Aber nicht nur. Thank you.
Basim. Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Khuls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Khuls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Khul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El-Anbar.